Oh Gott! Was mir auffällt, warum ist James immer die Frau in der Verkleidung? Also bei den meisten. Und Jesse der Mann. Oh, sie geben es zu. Gott, diese Verkleidungen. Als kleines Kind denkt man sich da nichts dabei. Wenn man älter wird, schon. Und die lösen sich schon schnell auf. Eigentlich gut für mich, dann bin ich da schneller fertig. Ah, eine 6. Und geschafft. Das geht so schnell. Alles klar, los geht's. Ich fetz dadurch wie nix. Und los. Ketten, jawohl. Kreuzkette mit Verzögerung, jawohl. Es gibt ja dann auch wieder Bonuszeugs, aber das werdet ihr bald sehen. So. 5. 6. 8. Sehr gut. Und da ist schon wieder die Linie. Und zack. Next. Okay, zeig, was du kannst. Werde ich machen, Jesse. Oh ja. Die Musik ist wenigstens schon etwas aufregender quasi. So. Oh. Die fallen schon ziemlich schnell für Level 3 Verhältnisse. Also Welt. Stufe 3, was soll's? Ah, so schön. Und schon wieder die Ziellinie. An sich ist das Spiel ziemlich schnell gemacht. Okay, erledigt. Man bedenkt, ich spiele das als mit Tastatur. Von uns aus kann's losgehen. Nein, bist du so. Mist, ich habe mir die Kette kaputt gemacht. Boah, eine 8. Ich hatte eigentlich nur eine 5 geplant. Die anderen drei habe ich hinten gar nicht gesehen. Oh komm. Wir sind doch bei Stufe 20, sehe ich gerade. Ah ja, genau. Im Vergleich zum Battle-Modi, ein Player-Stadion, bleiben die Blöcke nicht kurz stehen, bevor sie komplett zusammenbrechen. Wenn sie den oberen Rand berühren, ist es vorbei. Komplett. Da hast du keine Zeit mehr zum reagieren bzw. zu retten. Kleine Berührung reicht und es ist hinüber. Und ja. Ist wieder 3D4. Bald bin ich schon wieder bei Welt 3 durch. Der Kampf beginnt. Krass. Go. Oh. Wollte mich damit beeindrucken? I don't think so. Oh! Das erste Mal, dass Pumluf richtig in Action kommt. Wenn auch nur für kurze Zeit. Aber es ist wichtig. Oh, hätte ich es gut getan, hätte ich eine 2-9
rausbekomme. Aber ich hab's nicht. So, da auflösen. Oh. Ja, komm. So. Ja, ich mach's schnell. Und das war's. Ja, yeah. Und da kommt der Bonus. Na, wer kennt? Ja, die stellen sich eh vor. Cassidy und Flutsch. Ja, wer kennt sie nicht? Naja, sie kommen öfters vor. Ah. Öfters. Seltener vor, haben aber dafür die ärgeren Pläne. Worauf wartest du noch? Jetzt wird abgerechnet. Ja. Wow, wow, wow. Die sind schnell. Und irgendwie spackt mein Ding ab. Okay, geht wieder. Warum spackt das so ab? Ich kann hier nichts. Oh, ich hab's geschafft! Und man merkt, Level Tempo 46. Und ich hab's trotzdem geschafft. Aber mein Cursor-Dingsbums hat abgespackt. Naja, Emulator halt. Aber. Naja. Nein! Kriegt ihr nicht. Ach ja, das war die Szene von Pokémon, wo sie die Radiowellen da gemacht haben, wo die Pokémon durchgedreht sind. Glaube ich zumindest. Ist schon länger her. Ja, Team Rocket 2. Und schon wieder. James ist die Frau und Jesse der Mann mit einer sehr komischen Frisur. Ah ja, jetzt kommt was Neues. Alles klar, los geht's. Was es bei Tetris Attack nicht gibt. 3D! Ich stehe auf den guten Kampf. Ja, ja. Jetzt muss ich rundherum alles auflösen. Das ist schon ziemlich interessant, weil da muss man über verschiedene Ecken rumdenken und so. Dafür kann man viel mehr Kombos und Ketten machen. Schön im Voraus alles machen. Ah! Aber naja, ihr habt es ja gesehen. Man kann viel mehr daraus machen. So in der Luft. So lang dauert es nicht, dann habe ich das auch. Huch, wie habe ich das gemacht? Naja. Manchmal passiert halt sowas. So, da oben. So. Da mache ich noch ein paar Ketten. Ich bin noch nicht so in Heiratsstimmung. Das dauert doch. Lange. Ziemlich lange. Okay, zeig, was du kannst. Mhm. Okay. Ich stehe auf dem guten Kampf. So, erst einmal alles auf eine Ebene bringen. Ich mag's, wenn es schön eben ist. Dann schieße ich in die Höhe und dann löse ich alles auf. Wow! Er wollte eigentlich das drunter setzen und nicht umdrehen. Naja, kann auch passieren. I don't mind. So, genau.
Oh komm, war ich jetzt so zu lahm. Interessant, zwei Ketten, bei denen ich nichts machen musste. Ah, fast. Hauptsache ich ärgere mich über 9er-Ketten. Manche können nur davon träumen, dass sie so hohe Ketten machen können. Aber ist halt so. Muss wieder etwas in die Höhe. Huch, irgendwas aufgelöst von hinten. Gibt's viel mehr random Ketten. So, und jetzt noch der Tropfen. Passt. Next. Von uns aus kann's losgehen. Okay, die stehen etwas dumm. Naja. Trotzdem sollte das kein Problem sein. Schön flach machen und in die Höhe. Wow. That construction. Ah. Okay, ein bisschen nervt es mich, wenn irgendwas in den Weg kommt. Wow, ich habe den Rahmen gesprengt. Okay. Wieso auch nicht? Aber ich weiß, es ist in meinem Privatspielstand ein Nintendo 64er. Ja. Da habe ich es irgendwie geschafft, dass die Zahlen weitergehen.